Am vergangenen Wochenende, am 1. November-Wochenende dieses Jahres, veranstaltete der Tennisverband Berlin-Brandenburg erneut die Team-Challenge der Ostverbände in der Havelland-Halle in Seeburg. Ich bin heute hier, weil ich mich mit anderen Spielern aus anderen Bundesländern messen will und auch mal Mix-Doppel spielen möchte. Ich war ja schon letztes Jahr hier und es hat mir hier sehr viel gefallen. Die Atmosphäre hier und dann mit den anderen Kindern halt so reden und auch neben dem Platz zusammen sein. Und ich fand es einfach cool. Und dann wollte ich halt dieses Jahr halt nochmal probieren. 32 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren aus Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin-Brandenburg waren mit dabei. Das Interessante, es gab zwei Teams, die gegeneinander spielten, ähnlich wie beim Lava Cup der Profis. Auch hier, unsere Jugendlichen waren mit vollem Herzen, mit ganzem Herzen dabei und freuten sich über so ein seltenes Team-Event. Beide Teams hatten gar nicht so unbekannte Teampaten. Rudi Mollecker vom LTTC Rot-Weiß, Weltranglistenplatz 192 immerhin. Und Lena Rüffer vom Berliner SV 92, Weltranglistenposition 329. Beide mussten ihren Teams allerdings aus der Ferne die Daumen drücken wegen Weltranglistenturnieren. Aber es gab Erfolgsmeldungen aus der Heimat. Man ist nicht nur auf sich allein gestellt, wie es normalerweise im Tennis ist, sondern man kann auch von den anderen geholfen werden und dass man auch Tipps bekommt. Je Spieler galt es zwar Einzelmatches, ein Doppel und ein Mixed zu absolvieren. Natürlich wurde ihr ernstes Tennis gespielt, jedoch durfte man den Spaß dabei auch nicht aus den Augen verlieren. Auch DTB-Bundestrainerin Claudia Kode-Kilsch war vor Ort und nutzte das vom Berlin-Brandenburger Jugendwart Roland Göring organisierte Event als Sichtung. Gerade sowas wie hier, also der Team-Challenge ist wunderbar zu beobachten, weil es eben jetzt nicht mal ein Lehrgang ist, wo halt viel trainiert wird, sondern weil ich die Jugendlichen und die Talente auch in den Matches mal sehen kann. Am Sonntag kamen auch Benito Sanchez und Jonas Hartenstein dazu. Die beiden waren jeweils an Nummer 1 ihrer Teams eingeplant, konnten aber durch ihr Weiterkommen bei den norddeutschen Meisterschaften der Herren am Samstag nicht mitspielen. Sein Team hätte Siege von ihm auch am Samstag gut gebrauchen können, denn Team Lena hatte einen Rückstand aufzuholen, aber auch am Sonntag war Team Rudi zu stark. Auch viele der Zusatzpunkte im Tennisquiz und beim Dosenschießen gingen an Team Rudi, welches am Ende mit 35:19 gewinnen konnte. Am Ende gingen alle mit viel Matchpraxis, guten Erfahrungen und vor allem mit viel Spaß nach Hause. Team Rudi hat gewonnen. Es hat super Spaß gemacht. Geil. War eine super Teamleistung. Die Stimmung war super hier. Team Lena hat sich tapfer geschlagen, aber ich glaube, die waren einfach zu stark. Ja.